Hallo und herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge. FF7 Rebirth. 95 Stunden. Ingame zeigt was anderes, aber wer weiß, das ist vielleicht nur die Zeit, die man einfach Spiel offen hat, weil bei mir wird der Game ja nie müde. Einfach ja 88 Stunden nochmal Ingame-Zeit. Aber vielleicht, wenn man das einfach mal so Pause-Bildschirm lässt, hält er hier die Spielzeit an, aber die PlayStation wird der Ingame-Zeit vor. So. Ich glaube. Ja, wir könnten Nebenaufträge machen, aber. Ich bin eher scharf auf Neo-Bahamut, deswegen machen wir. Du bist aus den Daten der Ungeheuer, die du bezwungen hast. Es wäre zu schade, wenn du sie nicht ausprobierst. Richtig. Hedley. Der alte Hedley. So, Tutorials, nein. Lebensform. Also magische Winde war ja Trümmerbruch, ne? Genau. Ah, besiegt den Gedankenschlag. Gewinde ohne TP zu heilen. Ah ja. Könnte ich den Gründen schlecht gerade im Kämpfen mit dem Tag. Ohne TP zu heilen. Klingt wild. Ach du Scheiße. Nichts überstürzen. Jetzt hab ich hier das an. So, Cloud kann gleich mal Alstra. Ich zähle auf dich. So, ah, Barret, was hat Barret hier? Wieso hat er schon so zwei Balken voll? Da und? Hey, Sparta, was geht ab? Aber ich glaube, wir müssen, also Sparta planen, das ist vielleicht auch ein bisschen zu lang. Also, gut, ich meine, im Endeffekt. Ach nee. Kann ich schon Gegenstände einsetzen? Scheiße. Ah, warte mal, wir haben doch behandeln, oder? Nee, ich sag nichts, hat keiner behandeln. Oh, die Engine, die behandeln hat, die ist gerade zum Frosch geworden. Na, schöne Scheiße. Nee. Shit. Naja, gut. Es hagelt. Oh, versteinert und was und es hagelt. Na gut. Jo, alles klar, machen wir perfekt.
gestürzt. Wurde schon ungeduldig. Jetzt geht's erst richtig los. Aber wir kommen relativ gut durch, ha? Und jetzt so zack, maximale Wutdruck. Und dann ist der Drops doch schön gelutscht. Auto-Setting, was sagst du? Ja, sehr viel überzeugt. Yo! Oh, hier kriegen wir Barriere Stufe 2, nice. Deine Siegbedingung, also wahrscheinlich wieder 3 oder 5 Kämpfe miteinander machen. Nehme ich mal so an. Gut, 5 Kämpfe. Schub, schub, schub. Oh, ein Krebs. Nicht mit mir! Kommt einfach gerade mehr hoch, der Arm ist wieder. Ich glaube, das sind easy going Geschichten jetzt. Ich zähle auf dich, das wird. Blitz war's, ne? Er hat einfach so gepumpt, ja. Kein Tor, ne? In Red Bull Zero hat immer noch was drin. Marzipan, das macht die Weihnachtsmacht. Was war ich noch alt? Oder einfach in die Quatsch hinein. Nimm das! Weiter geht's. Guck, gut, einfach. Neues. Moment bitte. Moment bitte! So, und wieder. Back on track. So, jetzt können wir alles ausprobieren, was wir haben. Die wollen ein Feld Eis, also kriegt die. Es wird kalt. Jetzt oder nie. Dann übernimm. Ja.
Einmal just die Multiplikation, bitte. Dürft ihr einfach alles am auseinandernehmen. Die redet komplett alleine. Das ist so crazy, Mann. Die ist einfach so mächtig. Guck mal, Link hat sie verfolgt. Yuffie ist einfach die Elementkönigin, Mann. Yuffie Karusa und siegte. Ja, das ist definitiv absolut krass. Rüstet sich vielleicht sogar besser, hm? Was für ein Ja, quatsch mit meine Fälle jetzt irgendwie, sag mal. Ausrüstung, Materie. Den Chuck, Alter. Ah ja. Okay, Stufe 2. Ah ja. Nie was auf einer Reise passieren kann. Ja. Double jetzt. Daten sind einfach kein Ersatz dafür, etwas mit eigenen Augen zu sehen. So, hier rum wir durch, ne? Ah, jetzt ja. Das sind auch immer scheiße klingen. Oh ne, ich glaube, das hatten wir da. Ja. Nichts überstürzt. Nee, ich glaube das war. Ja, das waren die Viecher. Ne, gut, kein Vergessen da, noch keine Lösung vorgefunden. Sag ich, weil ich glaube, die hatten da elementar auch Elementar-Affinität als Belohnung. Ausschlag, ja.
So, eine Kampfmugge. Ziemlich schwach. Keine Kosten. Jetzt. Und jetzt gebe ich alles. Einfach mal eine Brust beheben, ne? Das Limit nehmen wir nicht mit dem nächsten Kampf, oder? Und Yuri legt wieder los. Kleiner Griff in die Ninja-Trickkiste. Guckt euch das an. Ganz gechillt, schön von Weiden. Aus durch die Gegend. Also Distanz ist so besser. Piso, was geht? Alles cool? So einfach kann es gehen, Leute. Yuffie ist der Boss und daran wird sich nichts ändern. So crazy, man, das Mädel. Dann übernimm. Es ist aus. Oh, super. Achso, es war der letzte Fight schon. That's one last fight.
Oh, hier war Luftanfälligkeit. Den ich zähl auf dich. Wie ist das? Oh, verpiss dich mir auf mich da. So, und jetzt Wirbelsturm. Also Schatz, ich muss sagen, der nervigste Charakter in dem Spiel ist mittlerweile für mich der stärkste und beste. Yuffie! Boom. Stell mich einfach. Ich analysiere den Gegner. Guck mal, dann, ja, der versucht mich zu verfolgen. Stell mich einfach an das Ende vom Netz und guck das mal an, was ich mache. Und das ist ein krasser Gegner, ne? Ich kann mich wieder mal über hier. Stopp, zieh dann. Guck mal, der liegt am Boden und hält. Stopp, erledigt. Nur indem ich die elementare Schwäche ausnutze. Einfach nur gottlos. Yuffie, einfach nur geisteskrank. Dann übernimm. Was geht ab, meine lieben Leute? Die sind ja so weit. Spielst du mir gleich? Nehmt Yuffie quasi in God-Mode an. Ich glaube, die wird auch für meinen Schwerrun. Wird die einfach the way to go werden. Sie ist einfach so krass, Mann. Ich zähl. Und jetzt bin ich rein in den... Genau, der Wind, also zack, Wirbelsturm. Was waren jetzt? Aber das wird. Verdammt! I'm serious.
der hat... Oh, welche Materie? Schockschuss. Und so kacke. Bring's zu Ende. Hä? Kann ich überhaupt kacken? Komm mal, warte. Cosmo Kampfauftrag. Magie Boost. Magie Boost auf das Club nach vorne. Dann übernimm. Oh Gott, Elektro. Machen wir erstmal Eis. Wir reden sie noch. Dann übernimm. Juppie, auf der Flucht!
Was? Nee, ich hab's nie gefunden, echt? Oh, ist so gut. So, das war Elektro. So, die können auch schon wirklich gescheitert werden. Aber nicht. Keiner hat Blitz oder was? Oh ja, Jupi hat da wohl Blitz. Magiebus, ich glaube, den gibt's mal so zu kaufen, ne? Oh, als nächstes haben wir Neo Bahamut. Aber. Danke, wunderbaren Daten. Barrett hat. Macht. Bei dem macht Magiebus Sinn eigentlich. Barrett hat doch Bahamut. Wieso habe ich denn das für uns nicht? Dir mit irgendwas helflich sein. So, ihr Lieben. Lass es mich einfach wissen. Hast du schon Herrn Buch? Er ist eine Kuh. Hoffentlich bekomme ich mal die Gelegenheit, seine Vorlesung zu besuchen. Ja. Boah, guckt euch an, das sieht schon krass im Dings aus, ne? Los. Oh Gott, Entschuldigung. So, letzte. Wenn das, wenn es so kommt, sneezen, aber man ihn rauslassen will. Mann, sieht da übermächtig aus. Bin jetzt schon beeindruckt. Wir wollen dich im Team, Gott der Zerstörung.
Boah, immun gegen fast alles. Ach du Scheiße. Und 6000 HP. Oh. Neobarmut. Die Nachbildung einer karmesinroten Esper in einem virtuellen Raum. Es handelt sich um die Manifestation des alle Grenzen sprengenden Königs der Drachen. Ein Gott der Zerstörung, der unter dem Schutz der roten Erde stand und mit der Zeit noch stärker geworden ist. Barmut sendet Partikel ab, die bei Berührung haften und nach einer gewissen Zeit explodieren. Durch den Einsatz einer Synchroaktion oder Synchrofertigkeit kannst du dich der Partikel entledigen und einen schockanfähigen Zustand. Außerdem werden dadurch freischwebende Partikel zerstört. Na dann, was ist? Was hat er jetzt vor? Scheiße, ich dachte, was ist denn das für ein nasses? Da haben wir große Genieße. Hinterachs. Regeln. Oh Gott. Aua. Auf Onkel Barrett ist Verlass. Aha, also funktioniert das ja. Magie auf Flüge, am besten Aero. Oh shit, warte mal, Barret. Heilboy. Ja, nochmal, wie viel haben wir denn noch MP? Das sieht gut aus, ne? Ah, hier! Und jetzt zerstören wir gleich noch einen anderen Flügel.
Juri direkt mit dem Limit rein. Ich bin bereit. Barret? Scheiße. Ich bring das zu Ende. Ja. Ah, stimmt, so nötig für wenigstens alle wiederbleiben, falls so. Ging es mal mit dem ultimativen Angriff in der Gegend. Und Neo Bahamut gehört uns. Das nice. Das war ein fantastischer Kampf gegen Neo Bahamut. Ein Sieg gegen den Gott der Zerstörung. Das habe selbst ich nicht vorhersehen können. Grenzen sind wirklich da, um sie zu überschreiten. Mit seiner gewaltigen Macht an eurer Seite könnt ihr jedes Hindernis zerstören, das sich euch auf eurer Reise in den Weg stellt. Ich bin schon... Eine große S-Wort, die mit ihren elementarneutralen Attacken verhandelt den Schaden muss. Der Spezialpferd schreibt Giga Plus eine elementarneutrale Magie an. Die Beschwörung waren 2 ATP Einheiten benötigt. Neo Bahamut Beschwörung die Statuswerte. S-Wort Stufe 1. Infernalische Entfestung gelangt. Sehr gespannt, wie ich dir das nächste Mal begegnen werde, Cloud. Ja, ihr Lieben. Wir haben Neo Bahamut. Nice Scheiße. Lasst gerne hier oben ein Abo da, dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Denn für jetzt haben wir es erstmal geschafft. Bis zum nächsten Video. Peace, peace, euer Armin.